Ja. Hallo und herzlich willkommen auf Dynamites Live. Zack. Ja, hallo. Hab ich doch gerade. Wie geht's euch? Es ist mega dunkel, ne? Ich mag das nicht. Diese Jahreszeit. Ja, okay, aber trotzdem ist es dunkel. Ich sitze am Video und, Freunde, das haben wir euch gar nicht erzählt. Oder doch? Doch. Wir haben uns ja einen neuen Trockner geholt und der ist gestern Abend geliefert worden. Jedenfalls habe ich heute zum ersten Mal den Trockner benutzt und ich bin so glücklich. Die Sachen sind komplett trocken. Und die Handtücher sind richtig schön weich. Ich weiß, das sind so Sachen, die erfreuen tatsächlich nur diejenigen, die eine eigene Wohnung haben. Also, ich sag's mal, die noch bei den Eltern wohnen, werden es wahrscheinlich nicht checken, warum ich mich gerade so freue. Alle, die schon bereits alleine wohnen, die wissen, was ich meine. Unser Rechner, ne, ist so ein Fall für sich. Dieser Rechner hat am Montag wieder so Spacken gehabt. Deswegen kam auch kein Video, das habe ich denen bereits gesagt. Ach so. Wenn ihr unsere Videos fleißig verfolgt. Ne, wir fahren jetzt auf jeden Fall in Blitzer. Laber nicht. Blitzer! Auf jeden Fall hoffen wir, dass der Rechner da ist und falls nicht, dass wir diesen bestellen können. Wunderschön iMac, ne? Ja, wieder viel zu viel Geld mal eben kurz. Mir wäre es auch lieber, wenn wir den nicht bräuchten. Wir machen das ja einmal für uns und einmal auch für die Zuschauer, damit die in erster Linie auf jeden Fall auch pünktlich die Videos bekommen. Cool. Egal, jetzt müssen wir da durch, jetzt investieren wir einmal wieder vernünftig, gucken, wie wir was Vernünftiges bekommen und dann hoffen wir mal. Erstmal für eine Weile, hoffentlich. Ja. Und Leute, ich habe gerade 5 Euro gefunden. Auf dem Boden. Habe ich direkt aufgehoben. Aber wie? Ich bin aber 3. Bin da hingerannt und die hinter mir sagte so voll dreist, weil ich 5 Euro aufgehoben habe. Ja, genau. Als ob sie sich nicht gebückt hätte. Ja, eh. Und dafür haben wir jetzt das Parkticket bezahlt. Jeppa! Jeppa! Diesen Rechner, den wir haben wollten, hatten sie nicht vorrätig, aber wir haben den jetzt bestellt und sobald der da ist, bekomme ich ein SMS und dann kann ich den Rechner abholen. Yay! Aber Freunde, ich habe immer noch keine Winterjacke gefunden. Es ist ja auch jetzt nicht so, als ob du jetzt keine hättest, ja? Ja, aber ich will doch eine schwarze, habe ich gesagt. Ja. Ich möchte auch deine 5 Autos haben. Hab nur eins. Was machst du jetzt? Bisschen näher. Dieser arme Junge hat mir gerade was ganz Liebes erzählt. Was peinlich ist. Nein, das ist nicht peinlich. Das ist peinlich! Schatz, was ist dir früher passiert? Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Komm, sag's mir. So wie du es wie du's mir gerade erzählt hast. Also ich muss dazu sagen, früher war ich klein, zierlich, nicht so muskulös wie jetzt. Nein, und da war ich in der 5. Klasse und da war ich im Schulhof. Die kamen so 2 Typen, die mich genommen und dann in so einen Papiercontainer reingesteckt. Mama, was haben sie gemacht? In so einen Papiercontainer reingesteckt. Die haben dich in die Mülltonne gesteckt. Papiercontainer klingt besser. Es war echt nur ein Papiercontainer, aber die haben mich da reingesteckt. Dann bin ich wieder rausgeklettert und dann bin ich in meinen Klassenraum gegangen. Es war 5. Klasse, okay, da war ich voll klein. Jetzt fühle ich die alle so, komm her, Junge! Ja, jetzt nicht mehr, Freunde. Das Schlimme ist, ich habe das niemandem erzählt, weil es peinlich war.
Und ich war gerade die Erste, die es erzählt hat. So, es war Daniel, aber, es war aber so ein Spaß, so einfach. Also ja, war nur Spaß. War voll, das alle gelacht. Für die anderen, ja. Und guck mal, wir haben uns Adventskalender geholt. Beziehungsweise, wir haben von Daniels Mama schon diesen hier bekommen. Dieser hier gehört Daniel mit Kinderschokolade. Yay! Und meiner ist da hinten, ist auch von Kinder. Und jetzt haben wir noch einen. Mit Kosmetik und Körperpflege. Und morgen, liebe Freunde, müsst ihr einschalten. Denn dann versuchen wir wieder Daniels Haare zu färben, aber wir zeigen nicht was. Man sieht nicht was. Gut. Da steht der Name, welche Farbe es ist, steht hier drauf. Und zwar, das ist die Nummer... diesmal wird es ein bisschen intensiver als nur Directions. Und hoffen wir es mal. Die Frau hat gesagt, entweder klappt's. Oder es steht mega in die Hose. Oh mein Gott! Das hat mir Mut gemacht. Und jetzt habe ich gesagt, komm, Baby, wir schaffen das, wir rocken die Show. Und jetzt habe ich das einfach mal gekauft. Okay, dann müsst ihr morgen um 18 Uhr auf jeden Fall wieder einschalten. In einem Friseurbedarfsladen. Das solltet ihr nicht vergessen. Wie man sehen kann, sitzt gerade im Stuhl. Und hinter mir ist die Sandy. Chillt mal wieder am Handy. Sandy, spielt mal wieder am Handy. Das räumt sich. Und ich spiele... Yeah, ein bisschen Playstation, gerade Bock drauf, ein bisschen sinnlos durch Ideen zu fahren. Kommen wir nun zum Dynamite. Das. Wir beide sind auf jeden Fall müde. Plop. Plop, ja, plop. Der heutige Dynamite des Tages ist Celine VTZ. Sie schrieb, hey ihr beiden, warum kamen gestern und heute keine Videos? Sie ist nicht die Einzige, die das geschrieben hat. Das waren jetzt noch einige mehr. Ja. Die Frage ist aber auch berechtigt. Es kamen ja keine Videos. Richtig. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video, was ihr seht, online kommen wird. Jedenfalls an den beiden Tagen kamen keine Videos online. Das lag nicht an uns, denn... Darf ich das sagen? Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Mach es. Am Montag war das Problem, dass während des Schneidens der Computer sich ein Software-Update ziehen wollte. Dementsprechend fiel alles raus. Man muss das Update machen lassen und danach ist alles weg gewesen, was die Sandy bis dato geschnitten hatte. Dann nochmal zu schneiden, hochzuladen mit unserer Internetleitung, hätten wir also überhaupt nicht geschafft. Und am Dienstag war das so, dass nachdem wir am Montag alles auf Werkseinstellung gemacht haben und hin und her, leider auch der Bildschirmschoner wieder aktiv war. Hey, wieso kam denn kein Video online? Ups, der Bildschirmschoner ist dann drin gewesen und wenn der Bildschirmschoner drin ist, lädt das Video im Hintergrund nicht mehr hoch. Dummer Fehler. Dummer, aber da denkt ja kein Mensch dran. Auf jeden Fall, Freunde, das tut uns wahnsinnig leid, dass das am Montag und am Dienstag so in die Hose gegangen ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen neuen Rechner gekauft. Der müsste jetzt auch Ende dieser Woche kommen. Ob wir ihn haben, das seht ihr natürlich in den kommenden Vlogs. Und sobald wir den Rechner haben, könnt ihr euch darauf einstellen, dass das besser läuft. Dass solche Probleme... nicht mehr vorkommen werden. Ja. Wir versuchen unser Bestes zu geben. Wir hoffen einfach, ihr könnt es verzeihen. Verzeiht es uns, schreibt es uns unten in die Kommentare, ob wir böse sind. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt, dass wir schon morgen, weil wir gerade bemerkt haben, dass es tatsächlich gegebenenfalls eine Problematik geben wird, falls ihr wollt, dass wir dann morgen die Haare färben, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und auch, wenn euch dieses Video gefallen hat. In der Endcard habt ihr gleich die Möglichkeit, uns zu abonnieren und euch ein mega cooles Video anzugucken. Und ansonsten würden wir sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Genau, bis dahin. Ciao. Ciao.